So, hallo, wir machen weiter. Bye! Hyrule Warriors, letztes Mal, ich schmeiße hier alles um, gerade wieder. Guter Start. Letztes Mal haben wir die Mission, wo war die? Wo war die? Weiß nicht mehr, wo sie war. Aber wir haben die Mission gemacht. Genau, wir haben Akala erobert. Richtig, da war die. Wir haben Akala zurückerobert. Und dabei haben wir freigeschaltet, dass wir jetzt sehen... Ich habe alle Crocs bei der Akala-Mission. Ja, genau das. Dass wir sehen, wo wir Crocs gesammelt haben und wie viele uns fehlen. Und bei der Akala-Mission habe ich alle gefunden. Dann war es sehr sinnvoll, wie ich da rumgelaufen bin, auch wenn es lang gedauert hat. Okay, und jetzt möchte ich auf jeden Fall die erste Mission hernehmen. Denn da haben wir auch schon festgestellt, habe ich keinen einzigen Croc bisher. Weil ich gar nicht wusste da, dass es die Crocs gibt. Deswegen, stopp. Stopp, ganz großes Stopp. Vorher müssen wir erstmal unsere Waffen hier bei Link, ne? Wieder loswerden. So, okay, also das macht eigentlich... Die Wächterlanze würde ich erstmal behalten. Weil, wenn ich mir das angucke, die verändert jetzt nichts außer die EP. Gibt es irgendeine Waffe, die dafür sorgt, dass das Zeug dazu... Nee, ich glaube, es gibt nichts mehr, was da irgendwas zu machen kann, ne? Ich sortiere das jetzt mal erstmal. Ich sortiere das jetzt erstmal kurz. So. So. Ist das das Schwächste? Ach nee, das ist jetzt... Ich verstehe die Sortiervarianten immer nicht. Nach was sortiert er das? Ich dachte nach Angriffding. Aber scheinbar nach Waffenart. Oder nach... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir müssen halt, also irgendwie müssen wir halt hier jetzt, ne? Was draus zaubern. Also was wie das Ruder kann weg, so was wie die Hacke kann weg. Aber das kostet halt am Ende dann mehr, das zu erweitern, als dass es mir irgendwas bringt. Der Reisezweihänder bringt ein bisschen mehr. Hä, aber der nicht. Okay, wieso bringt dieser Reisezweihänder nur so viel und... Der hier bringt so einen ganzen Batzen. Weil da was mit dabei ist oder weil da ist irgendein Effekt mit drauf ist oder so. Da ist noch einer. Ne, das ist ein Reiseschwert. Die bringen ja auch alle gleich. Das bringt ein bisschen mehr, weil da wieder... Ah, da ist wieder irgendein Effekt mit drauf. Ja, aber ich muss halt Zeug wegwerfen. Sonst verkaufe ich es halt. Kann ich auch machen. Wie viel kostet, wie viel kriege ich denn, wenn ich das verkaufe? Es ist halt... Oh, ich weiß nicht. Dann nutze ich es doch lieber... Klar zahle ich dann 300, aber dann nutze ich es doch lieber, um mein Zeug zu verstärken. Geld kriege ich ja. Ich kann ja Geld... Ich kann ja Missionen machen, um Geld zu bekommen. Das ist ja nicht das Problem. Komm, ist jetzt wurscht. So. Soldatenlanze. Nee, hier. Masterschwert. Und dann verbessern mit Soldatenlanze. Mit Ritterhellebarde. Noch eine Ritterhellebarde. Kriegen wir es vielleicht auf ein nächstes Level zumindest. Oh, guck mal hier, der Duo-Exal-Bumerang, der haut... Ah, okay, die Glückskelle macht... Ach so, jetzt verstehe ich den Balken. Jetzt verstehe ich, wie der Balken funktioniert. Aber ich würde, also die Wächterlanze Plus würde ich erstmal Wächterlanze Plus sein lassen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit das Ruder... Und dann nehmen wir noch diesen Reisezweihänder, damit es auf Stufe 14 geht. Sonst bringt es ja gar nichts. Ja, komm. Aber es wird immer noch weiter gelevelt werden. Also ich weiß nicht, wann da das Maximum erreicht ist. Es gibt bestimmt ein Maximum. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal in die Mission. Ich wollte nur ein bisschen Platz bei Link machen, dass wir da nicht gleich wieder Ärger bekommen. Okay. Und suchen hier Crocs. Und ich werde testen, das muss ich auch gleich testen, ob es reicht, einen Croc zu finden und rauszugehen. Das heißt, sobald ich den ersten Croc gefunden habe, gehe ich raus, um zu testen, ob der bleibt. Ja, das so viel Zeit muss sein. Oh, lol. Wenn ich auf B drücke, springt der Roboter in dem Ding. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Oder? Nee, ich kann ihn einfach springen lassen.
Wow. Das meinte Counter. Oh nein, ich kann laufen mit dem. Und zwar mit L und R. Warum? Warum? Okay, so, wir gehen das mal hier nach hinten. Normalerweise sind wir gleich am Anfang gerne Crocs. Hier könnte ich mir direkt Crocs vorstellen. Aber das ist halt, das ist eine so große Map, ne? Oh, Himmel, hilf. Soll ich einfach einmal komplett außen rum, ne? Oh Gott. Vor allem hier stehen die ganzen Soldaten, sind bereit und keiner regt sich, rührt sich, weil es halt noch nicht losgeht. Oh, es ist so hell. Hier ist mit Sicherheit irgendwas. Echt jetzt? Hier ist nix. Ist hier echt nix? Ist echt. Okay. Truhe. Topaz. Ja, nice. Mal 5 ist ordentlich. Ist ordentlich. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Ja. Doch, doch. Fühle ich. Fühle ich, Topaz. Fühle ich. Ach, jetzt. Geht doch weg. Kann es nicht wegdrücken. Ich kann es nicht wegdrücken. Ist das euer Ernst? Ich habe das schon 3 Millionen Mal gesehen. Ich wollte kein Bild machen. Ich wollte nur alle Tasten ausprobieren. Ups. Okay. Also hier geht's auf jeden Fall auch rein. Und da hört's auch auf in dem... Ja, jetzt gehen wir mal nicht auf den Nerven. Auch jetzt... Geh mir mal nicht auf die Nerven, okay? So. Okay. Ich wollte hier reingucken. Hier, ach, komm jetzt. Ich räume hier erstmal ganz kurz auf. Dass die mir nicht jetzt auf die Nerven gehen, damit ich hier in Ruhe umgucken kann. Ich hab doch gerade schon die Bomben bei dir eingesetzt, du Pflaume. So. Okay. Yay. Mehr Dinge. So, mach dich weg. Kann ich da hoch? Nein. Aber ich kann hier nach hinten laufen. Also wenn hier kein Croc ist... okay. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Ist auch in Ordnung. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt rausgehe... Weil das Ding ist, ich meine, jetzt würde ich natürlich normalerweise nicht rausgehen. Aber, wenn ich jetzt rausgehe, ja... Normalerweise, wenn ich jetzt nur einen Croc suche und ich finde einen, ich will wissen, ob ich die Mission beenden muss oder nicht. Hier kann ich jederzeit wieder hinlaufen. Wenn ich jetzt den nicht habe, dann ist es so. Der Spielstatus wird auf den Zustand vor der Schlacht zurückgesetzt. Ich verstehe das so, dass der Croc dann nicht da ist. Ich probiere es trotzdem aus. Weil das würde bedeuten, auch wenn mir ein einziger Croc in einer Mission fehlt, muss ich die komplette Mission nochmal machen. Ach, verflucht. Ich habe es also richtig verstanden. Leider. Leider habe ich es richtig verstanden. Ich mag es nicht, Dinge richtig zu verstehen, wenn sie schlecht sind für mich. So, jetzt laufen wir hier als... Wow.
Kann der noch mehr als hüpfen und springen? Laufen? Wow. Wieso hüpft er eigentlich mal höher und mal nicht? Hüpft doch höher. Höher geht's nicht. Okay, whatever. Gut, also dann wissen wir schon mal, wo der erste Krog ist. Ich hole mir aber erst nochmal die Truhe. Aber das heißt, ich darf eine Mission auch nicht abschließen, bevor ich nicht alle Krogs gefunden habe. Gut, aber wenn wir wissen, wie man die Missionen abschließt, ist das ja machbar und umsetzbar. Und sehe ich jetzt hier... Ah, Mist. Ah, Mist. Ah, Mist. Ich hätte mir das... Ja, scheiße. Ich hätte mir das draußen aufschreiben sollen, wie viele Crocs es hier gibt. Dass ich weiß, wann ich alle habe. Waren es jetzt 6 oder waren es 5? Na? Das ist jetzt die Frage. Weil nicht, dass ich dann rausgehe und es fehlt genau einer. Das wäre komplett dämlich. Oh nein! Gibt's echt keine Taste, die das vorspielt? Nein, es gibt keine Taste, die das vorspielt. Okay, wie auch immer. So, hier ist der Krog. So, jetzt kriege ich mich erstmal hier aber noch weiter um. Vielleicht ist ja hier gleich noch irgendeiner. Kann ich mir zwar... Wäre zwar ein bisschen komisch... Aber ausschließen würde ich es halt auch nicht so spontan. Na? Sieht auch interessant aus, hier den Wandsprung zu machen, aber ist okay. Na, hier scheint nichts weiter zu sein. Hoffen wir, dass ich recht habe. Na gut. Komm halt her, Moblin. Ich wollte eigentlich jetzt hier mit euch Party feiern. Kommt der andere mit? Erwische ich beide? Natürlich nicht. So. Also, das heißt, wie gesagt, ich muss aufpassen, wann ich die Mission beenden würde. Und vorher feststellen, ob ich alle Crocs habe. Dafür muss ich aber wissen, wie viele es gibt. Es waren entweder 6 oder 5. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich aktuell einen. Also gehen wir weiter außenrum. Erstmal ganz außenrum, würde ich sagen. Dann ziehen wir weiter. Oh, das wird nicht spaßig, die alle zu sammeln. Das wird nicht spaßig. Aber das brauchen wir halt auch. Ich meine, immerhin geht die Mission halt problemlos, ne? Das ist klar. Aber das spätere Missionen, ich muss halt alles nochmal spielen. Wenn wir nicht alle Crocs haben. Das heißt, aber in den neuen Missionen kann ich dann gleich gucken, ob wir alle haben. Ne, bevor es da irgendwie Probleme gibt. Da weiß ich das dann ja auch. Also ich bemühe mich jetzt möglichst schnell, das alles nachzuholen. Ach, was ist denn jetzt wieder los? Okay, das kann ich überspringen.
Jetzt bin ich wieder ganz woanders. Hallo! Ich war hier gerade eben noch. Okay, da war nix. Was? Okay. Okay, hier ist nix. Dann gehen wir erstmal da nach hinten weiter. Okay. Nummer 2. Oder zeigt es mir... Okay, wir werden sehen. Vielleicht zeigt es mir ja an, wenn ich alle habe. Also 5 waren es... Ich glaube, es waren 6 Stück. Ich glaube, es waren 6 Stück. Ich gehe... Also wenn ich 6 Stück habe, gehe ich raus. Wenn ich 5 Stück habe, traue ich mich noch nicht. Wobei, gehe raus bedeutet einfach, ich beende die Mission. Oje. Die Frage ist halt, sind die so nah beieinander? Also wenn ich jetzt da einen gefunden habe, ist hier gleich der nächste. Theoretisch ist es möglich. Aber recht unwahrscheinlich eigentlich. Boah, also die... Aha, ich war... Weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen will. Da jetzt ganz viele Parts aufnehmen, um nur Crocs zu suchen. Vor allem hier fehlen ja einfach noch alle. Ich kann ja auch eigentlich erstmal grob suchen. Ich glaube, so mache ich das. Ich suche erstmal grob. Und wenn ich sie dann nicht finde, kann ich immer noch detailliert suchen. Und muss dann halt trotzdem wieder alles absuchen. Es wird nicht besser. Na, es wird einfach nicht besser. Oh mein Gott, geht mir nicht auf die Nerven. Aber ich versuche halt immer so in Endgänge zu gehen. So wie hier zum Beispiel. Da ist ein Endgang, hier könnte ein Crocs sein irgendwo. Na, immer da, wo die Map so aufhört, ist sowas ganz gerne. Scheint aber diesmal nicht der Fall zu sein. Oh, ach so, weil hier so ein Ding ist. Das ist ja auch eine Art Secret, wenn man so will, ne? Schwertbananen. Ah ja! Dummes Mistviech trifft mich einfach. Ja, das war dann das Ding. Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier sieht's auch recht gesellig aus, sag ich mal. So. War einer von 3 Vorposten. Ich muss aufpassen, ich weiß nicht mehr, wann die Mission zu Ende war. Aber auf jeden Fall, solange ich nicht alle 3 Vorposten habe, kann sie nicht zu Ende sein. Insofern muss ich da einfach aufpassen, dass ich die nicht zufällig jetzt alle 3 einnehme. Das wäre ein bisschen dumm. Okay, hier ist nix. Obviously ist hier rein gar nichts. Will ich da jetzt hier mal in der Mitte rumlaufen? Eigentlich ja nicht so. Da ist nix. Wenn ich wüsste, es gibt später noch eine Hilfe, um die besser zu finden, würde ich erwarten, bis wir die haben. Aber ich weiß es nicht. Es ist so verwinkelt.
bin ich hier. Aber wie gesagt, die sind halt meist eher so am Rand irgendwo. Weniger direkt auf der Fläche. Jetzt bin ich wieder hier. Nee, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. In dem Gang war ich noch nicht. Ach, verdammt, ey. Ich hab... kommt halt auch mit diesen Karten nicht so optimal. Okay, da kann ich nicht hoch. Nicht so perfekt zurecht. Es wirkt jetzt nicht, als ob hier ein Krog wäre. Da war ich noch nicht drin, ne? Doch, da war ich drin. Das habe ich eingenommen. Da werde ich wohl drin gewesen sein. Ah, verdammt. Okay, dann bin ich aber daher gekommen. Ja, doch, da ist der Turm, genau. Da ist dieser Turm. Dann war ich hier noch nicht. Okay, in den Kisten kann halt auch was sein, haben wir gesehen. Das war zwar eine Kiste sehr mehr so am Rand, aber es ist halt dadurch nicht ausgeschlossen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum zweiten Vorposten, nehmen den ein. Wir gehen hier in die Ecke mal. Schade. Es hätte gepasst. Es hätte sehr gut gepasst, wenn hier eine gewesen wäre. Ah, da ist noch eine Kiste. Schade. Es hätte gepasst. Ach Mann. Gut. Dann scheint hier aber keiner zu sein. Hier so diese ganze Fläche ablaufend. Wirkt es jetzt nicht so, als ob da irgendwo ein Krog wäre. Gut. Dann gehen wir wieder hier rein. Ach, wow. Also die Karte ist halt echt nicht die geilste. Ja, doch. Bin ich hier vorhin schon rumgelaufen? Ich glaube, ja. Ja, doch, da bin ich hergekommen. Dann können wir jetzt mal außenrum noch gehen. Ich hab, also ich denke nicht, dass die so in so einem Actiongebiet sind. Ich denke, die sind eher immer so ein bisschen außerhalb. Aber ich habe halt keine... Es ist halt nur eine Vermutung. Es ist halt doof, wenn man umsonst hier rumläuft. Ne, hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach effektiv gar nichts. Okay. Dann haben wir aber den Abschnitt jetzt auch abgefrühstückt. Dann gehen wir jetzt einmal den Weg außenrum. Na, diesen langen Schlauch. Die Stadt sollte mir jetzt soweit... Ah, hier war ich noch nicht, oder? Doch, da bin ich... Wait, was ist hier drin? Oha. Ah, da, okay, da kann ich nicht rein. Ach, zum Glück kann man da nicht... Also da bin ich ja doch fast froh, dass manche Gassen einfach nicht betretbar sind. Das würde doch auch mit der Zeit... anstrengend werden, wenn man jeden kleinsten Winkel besuchen könnte. Okay, da ist auch nichts. Da kann ich auch nicht nach hinten, ne? Okay, sehr schön. Da kann ich auch nicht nach hinten, okay. Gut. Ah! Aber die nehmen wir mit. Reiseschwert. Okay, hier war ich überall, ne? Da haben wir gerade aufgeräumt. Ja, okay, da kamen wir her. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nichts verpasst habe und kann hier den kleinen Gang loslegen. Hier sind jetzt ja auch viele einzelne Wege. Na? Der zum Beispiel.
Gehen wir erstmal nach da. Gehen wir erstmal nach da. Da ist gleich dann ein Schluss in der Ecke hier oben. Ja, okay. Das war nix. Brennt einfach alle in der Hölle. Hier ist auch nichts. So. Hier ist auch nichts. Ne? Also dann ist der Bereich, denke ich, auch rock clean. Dann gehen wir jetzt mal den Weg. So, das ist hier dann die zweite Dings zum Einnehmen. Also die kann ich jetzt auch schon einnehmen, das ist nicht das Problem. Ich muss nur dann aufpassen, dass ich nicht noch eine einnehme zwischendurch. Weil dann habe ich... Ich weiß nicht, wie wann die Mission zu Ende war. Ich weiß es nicht mehr. Ich riskiere es lieber nicht. So, die haben wir. Gut. Ja, der Feuerpyromagus interessiert mich relativ wenig. Schön für Zelda, nützt mir aber nichts. So, dann müssen wir einmal hier noch lang gehen. Aber da kann eigentlich auch nichts sein. Ich meine, effektiv haben wir das ja so auf die Art und Weise schon gesehen. Ja, hier war jetzt auch nichts. Großartig! Der komplette Abschnitt hier war wichtig für den Fortschritt, aber nicht wichtig für Krox. Und hier ist jetzt einfach nur der Gang, so da kann ich eh nicht links und rechts. Da kann ich einfach nirgendwo sonst hin. Okay, da in der Truhe könnte was sein. Schade. Ja, also dann ist hier auch nichts. Kann ich einfach weiterlaufen. Mich hier mal ein bisschen umgucken. Nix. Nada. Rein gar nichts. Aha. Okay, aber das ist jetzt halt trotzdem... Es ist jetzt so abseits gewesen vom Schlachtfeld eigentlich auch nicht, ne? Aber das war Nummer 3. Nee, das ist eigentlich nicht abseits vom Schlachtfeld, das ist einfach mittendrin. Oha! Nummer 4. Vor allem, den muss ich ja damals... Bin ich nicht damals auch über die Brücke? Habe ich den komplett übersehen? Und der war jetzt halt relativ nah an Nummer 3 dran. Also, na, dafür, dass die Map halt so riesig ist, waren die jetzt schon sehr nah beieinander. Was mich sehr beunruhigt. Okay. Ah, den habe ich schon weggefrühstückt aus irgendeinem Grund. Aber nix. Okay,
Okay, hier können wir rein. Das ist auch keine, die wir nicht einnehmen dürfen. Die dürfen wir einfach einnehmen. Die ist einfach da, um eingenommen zu werden. Wollt anvisieren. Na toll. Ach, gehen wir nicht auf den Nerven. So. Okay. So, wofür ist jetzt dieses Gebiet hier? Ist es nur dafür da, um es einzunehmen? Oder ist hier was versteckt? Meins kann ja auch eine Truhe sein, theoretisch. Es muss ja nicht. Muss ja nicht ein Krog sein, deswegen. Aber effektiv sehe ich hier eigentlich ja sogar gar nichts. Nee, ich sehe hier einfach nichts. Okay. Gehen wir noch jetzt den Weg wieder vor. Weil ich bin auf der anderen Seite vorgelaufen. Hier war ich so gesehen noch nicht. Ich brauche daran, dass die Bäume hier noch stehen. Ich meine, da die Bäume liegen bleiben, kann ich ja das immer so ein bisschen als Erkennung machen, wo ich hergekommen, wo ich war und wo nicht. Ha, okay, aber hier ist nichts weiter, glaube ich, hoffe ich. Gut, dann gehen wir hier raus und können da weiterlaufen. Hier ist gar nichts. Außer eine Truhe. Truhe ist schon mal gut. Und so einem Ding. Wofür auch immer das jetzt da war. Ich reiß mir so den Hintern auf, wenn ich irgendwo. Wenn ich irgendwo was verpasse, ne? Ah ja. Okay. Also hier war jetzt auch nichts Relevantes. Ah, okay. Dort erkenne ich auch so daneben hier wieder. Schade, ich dachte, da wäre was. Ah, war ein Irrtum. Aber hier ist effektiv auch nichts. Jetzt sind wir wieder auf so einem großen. Ah, ja, okay. Auf so einem großen Gebiet wollte ich sagen. Jetzt räumen wir erstmal kurz hier auf. Oh, kann in so... Oh, nee, bitte nicht. Kann hier auch ein Krog drin sein? Das wäre dumm. Glaube ich aber nicht. Also kann ich mir echt nicht vorstellen, das wäre super blöd. So. Mein Gebiet, okay. So, hier ist jetzt wieder so eine große Fläche. Ach so, das ist die große Fläche. Da war ich eigentlich ja schon, oder? Da ist ja hier dann die Brücke. Und über die bin ich schon drüber. Ja, okay. Dann waren wir hier eigentlich schon. Dann können wir eigentlich weiter. Boah. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Weg nach vorne. Den kennen wir noch nicht.
ist nix. Ich hasse es halt, wenn ich rumlaufe und dabei finde ich einfach rein gar nichts. Da ist auch nix. Oha. Wenn man im hier einfach... Ach so, aus dem Gras kommt auch einfach Zeug raus. Nicht, dass ich jetzt anfange hier zu sammeln. Keine Sorge. Wirklich nicht. Aber es ist interessant zu wissen. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Schade. Dann ist da jetzt auch nichts gewesen, ne? Okay. Jetzt bin ich wieder auf der riesigen Fläche. Da habe ich halt auch noch lange nicht alles abgeguckt. Boah, ey. Waren wir da drin? Oh nein, das ist der Abschnitt. Da war ich auch noch nicht. Und doch, da war... Doch, da war ich. Doch, da war ich. Da war ich. Es war vielleicht nicht hundertprozentig, aber ein bisschen. Doch, da unten habe ich auch geguckt. Ja. Doch. Hier war ich eigentlich. Das kann ich, glaube ich, jetzt getrost liegen lassen. Wohin ich auf jeden Fall nochmal muss, ist die Mitte, wo der Brunnen ist. Und hier halt dieser ganze Waldabschnitt. So, es könnte halt überall so ein Ding sein. Aber das wäre super fies, das einfach hier mitten reinzustecken. Krieg ich die? Kann ich die mitnehmen? Nein. Ich hätte mich nur interessiert, ob man den Baum kaputt machen kann. Kann man nicht. Die großen bleiben wirklich ganz. Okay. Wenn wir da vorne jetzt ankommen an der Lücke, dann sind wir da ja reingelaufen, ne? Ja, da, das kennen wir eigentlich jetzt. Das Stück kennen wir. Das heißt, das Stück hier kennen wir noch nicht. Hier am Rand entlang. Und da sind wir auch rein. Das kennen wir auch wieder. Da haben wir angefangen mit unserer Kochsuche. Uiuiui. Na gut, so. Ich weiß nicht, so hier in der Mitte, so mitten in dem Gebiet wäre halt auch wieder richtig fies, weil sowas zu finden wäre halt total... Oder hier mitten auf der Wiese. Sowas zu finden wäre halt echt schwierig. Weiß ich nicht. Fände ich nicht so cool. Aber ich wollte hier beim Brunnen nochmal gucken. Also da vermute ich ja schon irgendwo so ein Ding. Das würde es sich halt anbieten. Im ehesten Fall in der Mitte, ne? Aber da starten wir ja eigentlich die Mission. Da ist halt schon nichts. Auch nicht in der Luft zum Abschießen oder so. Nee. Ha. Hier am Rand irgendwo. Wie viele habe ich jetzt bisher? Ich glaube 4 Stück. Also 2 würde ich mindestens noch suchen wollen. Finden, eher. Okay. Hier sind wir einmal außen rum, da war leider auch nichts. Hier wird schön geschossen. Ist hier vielleicht was zufällig versteckt? Nee. Ist hier irgendwo was versteckt? Das wäre halt auch... Also so mitten im Kampf, das wäre irgendwie dumm. Ich weiß nicht.
so direkt an so einer Säule, keine Ahnung. Das wär eigentlich alles, wenn alles keine schönen Verstecke. Ach, Mensch. Okay, dann gehen wir jetzt mal oben entlang. Oben die große Fläche zurück. Da waren wir auch noch nicht so richtig. Ah, hier. Wir sind so zurückgelaufen, das kennen wir. Aber wir sind noch nicht hier zurückgelaufen. Oder den ganzen Weg abgelaufen sind wir auch noch nicht. Aber dann haben wir bald die ganze Map erkundet. Ja, da fehlt nicht mehr viel, wenn ihr euch das mal anguckt. Dann müssen wir ja noch über Crocs laufen. Außer ich habe halt jetzt schon welche übersehen. Aber das wäre halt dumm. Wenn ich jetzt einfach schon Crocs übersehen habe, das wäre halt super dumm. Ist hier irgendwas bei der Fahne? Die wirkt so verdächtig. Aber ich darf ja eh nicht hochklettern. In Breath of the Wild könnte man da jetzt hochklettern. Und sich freuen. Guck mal, das sieht auch schon wieder so. Aber da ist nichts. Ah, okay. So, hier kann man gleich wieder irgendwo rein. Da waren wir auch noch nicht drin. So mitten auf dem Schlachtfeld, weiß ich nicht, finde ich halt, fände ich echt komisch. Wer steuert eigentlich die Kanone? Niemand, okay, cool. So, hauen wir den mal weg, der gehört ja auch, glaube ich, mit dazu. Da ist Zelda. Aber also hier wäre es halt... Also wenn hier irgendwas ist, das, ah, das fände ich kompletter Mist. Das kannst du überhaupt nicht finden dann. So, ich gehe jetzt hier mal noch außen rum. Dann gehe ich da mal rein, weil da waren wir noch nicht drin. Na, hier waren wir noch nicht drin. Hier sind hundertprozentig noch Crocs. Oh, mit der kann ich gar nicht interagieren, okay. Also in der, hier diesem ganzen Dorffeld-Gedingse, da sind hundertprozentig noch Crocs. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wenn hier keine Crocs wären. Das wäre super komisch. Also ich hoffe auf zwei. Wenn wir zwei Stück noch finden, wäre super. Weil ich glaube, es waren sechs, aber vielleicht waren es auch nur fünf. Aber einen mindestens noch. Einen müssen wir mindestens noch finden. Okay, wenn ich da reinlaufe, komme ich zur letzten Dings. Da will ich noch nicht hin. Da will ich noch nicht hin. Gehen erstmal wieder zurück ins Dorf. So, lasst mich mal hier in Ruhe suchen, Leute. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch zu kümmern. Wesentlich Besseres. Guck mal, hier zum Beispiel kann man hoch. Komm schon. Schade. Ah. Okay, die gehen nicht kaputt. Ist hier oben auch nichts. Aber man kann hier noch weiter. Schade. Schade. Wobei, bisher kam man ja nur aus dem Großen, aus der großen Kiste raus. Aus so einer kleinen kam jetzt, glaube ich, noch nicht raus. Boah, ich kenne mich nicht mehr aus. Wo war ich denn jetzt schon? Habe ich hier schon alles gesehen? Fragezeichen. Ich
Nee, sonst wäre die Kiste schon weg gewesen. Also ich muss wirklich als Erkennungszeichen, muss ich sämtliche Sachen kaputt machen. Dann weiß ich, wenn alles kaputt ist, da war ich schon. Hier, ja genau, hier bin ich da hoch. Hier bin ich dieses Feld hoch. Hatte, wenn es nicht so verwinkelt wäre. Selbst die Karte, wenn ich die groß mache, nützt mir einen Schmarrn. Nützt mir. Und auch so nützt mir die Karte nichts. Ich kann ja nicht mal ranzoomen. Das ist kompletter Mist. Warte, sehe ich hier bei den Krogsamen vielleicht, wie viel mir noch fehlen? Wo sind die Krogsamen? Hä, wo sind die Krogsamen? Müssen die nicht als Belohnung hier mit auftauchen? Bin ich blind? Hier sind keine Krogsamen, ne? Die tauchen hier nicht auf. Das ist ja schon mal doof. Das ist ja schon mal doof. Dann sehe ich nicht mal, wie viel ich gesammelt habe. Ah, Mist. Ja, wahrscheinlich, weil es keine Materialien sind, sondern halt Questgegenstände, also andere Gegenstände. Ah, ey. War ich jetzt hier schon? Jetzt gehe ich erstmal. Ah, das ganze große Ding hier war ich noch nicht. Da ist auch dieses Feld dann, wo man gegen die mehreren Soldaten gekämpft hat in der einen Nebenmission. Ich erinnere mich. Gehen wir jetzt erstmal auf das große Feld. Da könnte ich mir einen Krog vorstellen. Hier. Ah! Okay, das war 5. Das war 5. Waren es 5 oder waren es 6 Krogs? Das ist jetzt halt die große, ominöse Frage. Ah, das habe ich mir spannender vorgestellt, diese Krogsuche. Oh je, wie lange nehmen wir jetzt schon? Ach du Schande. Ich kann doch nicht jetzt Stundenparts nur für Krogsuchen aufnehmen. Aber ich denke, wir haben jetzt... Jetzt ist halt die Frage, kann hier noch einer sein? Nichts war auf dem Feld einer. Theoretisch könnte halt hier aus noch einer sein. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal raus. Und gucke. Ob wir noch einen... Also ob es noch einen braucht dann oder nicht. Ich denke, das machen wir so. Mein potenziell kann auch da, wo die letzte Dings ist, einer sein. Na? Das wäre noch möglich. Wo die letzte Festung ist, könnte noch einer sein. Aber ich würde jetzt hier erstmal rausgehen. Da war ich gerade schon. Ah, man kann aber auch noch weiterlaufen, wo das letzte Ding ist. Da laufe ich jetzt direkt hin. Ja, da laufe ich jetzt direkt rein. Ich weiß gar nicht, ob da nicht hier Schluss ist. Wenn man die eingenommen hat. Also bevor ich hier den letzten erledige, gehe ich einmal vorsichtig noch außen rum. Und hier den Weg entlang gleich noch, ganz kurz. Den hier. So, ich bin gleich wieder da, lieber Gegner. Wartet noch kurz auf mich. Lol. Hier war auch nichts. Jetzt sind wir wieder hier drin.
Was heißt wieder? Waren wir hier schon? Ja, doch, da waren wir. Ja, ja, da war ich. Okay. Gut, genau, und den Weg hatten wir auch gemacht, eigentlich, theoretisch. Ja, ich hoffe, es waren 5 Crocs. Ich hoffe jetzt einfach inständig, dass es 5 Crocs waren. Ansonsten muss ich gleich bitterlich weinen, wenn es mir ein Croc zu wenig anzeigt. Den Gang kann ich noch kurz nach vorne laufen, zurück. Ha! 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 6 Crocs! Also, mehr wie 6 waren es, glaube ich, nicht. Ich glaube, mehr wie 6 waren es nicht. Oh, gut, dass ich den Weg noch gelaufen bin. Oh mein Gott. Okay. Okay, 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 okay. Schließen wir ab. Schließen wir hier ab. Ah, das ist interessant. Wenn man verlässt, lädt sich das wieder auf. Das heißt, man muss es in dem Moment schaffen, wo man hier drin ist. Ja, auch in Ordnung. Habe ich jetzt nicht das Problem damit. Gezeichnet. Ah, das war noch nicht das Ende der Mission. Okay. Ah, jetzt gab es noch Moblins auf dem Feld, ne? Okay, ja gut. Dann hauen wir die auch noch weg. Aber jetzt haben wir 6 Crocs gefunden. Ich glaube, es waren 6 Crocs. Wie gesagt, nächstes Mal weiß ich, ich kriege hier die Zahlen nicht mehr angezeigt und dann kann ich das vorher überprüfen. Aber so passt dann die Geschichte. Hä, wo ist denn das jetzt auf der Karte? Ach, da hinten. Well, ganz woanders. Aber wie groß einfach mal dieses Gebiet ist und wie lange das dauert, das zu finden, das Zeug, ne? Ah, es war halt wirklich komplett random. Es war, also ich wüsste jetzt nicht, dass man sagen kann, es gibt ein System, wie die versteckt sind. Nee. Ich habe jetzt kein System erkannt, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt absolut kein System erkannt. Kann ich den anderen gleich mitnehmen? Ja, komm her. Mal schauen, ob es reicht. Yes. Naja, viel habe ich nicht erwischt von ihm. Aber ist egal, so viel hält er jetzt ja auch nicht aus. Die sind ja effektiv sofort down. Hä? Hä? Was für Update-Daten? Was willst du denn von mir? So, und jetzt kann ich nicht mehr weiterkämpfen, genau. Wenn ich jetzt nicht alle Crocs hätte... Gut. In Before jetzt sehe ich noch einen. Das wär's. Das wär's, wenn ich jetzt rumlaufe und noch einen sehe. Komm, Rohrm, halt die Klappe. Boah, weh, wir haben nicht alle. Ich möchte wenigstens alle haben, dann war die Stunde... Naja. Es gibt sogar weniger Geld als in der kurzen Mission. Es gibt am Ende weniger Geld als in der kurzen Mission. Willst du mich verarschen? Ah, ein Ast kann weg. Tschüss, Ast. Wehe, das sind jetzt nicht alle. Ich raste aus. Ich raste so aus, ne? Oh Gott, ey. Komm. Ah.
es waren 7. Es waren 7. Oh, come on. Gibt es später irgendeinen Hinweis, wo man die findet? Oh Gott, das ist ja... Uff, jetzt gehe ich mal hier. Kann ich hier das ganz kurz angucken? Ah, da haben wir auch keinen einzigen gefunden. Okay. Mifa fehlen uns 2. Das war aber auch... Oh, das war aber auch so eine riesige Map und da fehlen einfach 2 Crocs. Wisst ihr mich... Oh, nee, Mann. Da fehlt auch einer. Da fehlen 2. Einer scheinbar am Anfang, oder wie ist das sortiert? Verstehe ich nicht. Aber das ist auch so eine riesige Map gewesen. Ja, genau. Gut, aber in der Wüste haben wir echt nicht uns viel umgeguckt. Aber da gibt's... Oh Gott, da gibt's so... Oh nee, das Zeug zu suchen ist... Oh, das ist nicht mein Ding. Oh nee. Selbst da fehlt einer. Wobei, da habe ich eine Vermutung. Da habe ich eine Vermutung. Da gab es einen Weg, den ich nicht mehr gehen konnte, weil dann die Katze ihn eingesetzt hat. Ja, da haben wir gar keinen gefunden. Immerhin da haben wir alle. Da gibt es keine scheinbar. Okay, gibt es in den Nebenmissionen Crocs? Oh, da hätte es einen gegeben und den haben wir nicht. In Mifas Training gibt es einen. Okay. Bei den anderen gab es keinen bisher, ne? Okay, Mifas Training gibt es einfach einen Croc, so, weil es so. Okay. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, jemals in der Nebenmission einen Croc gesammelt zu haben. Also wenn hier einer ange... Bisher wurde nur bei Mifas Training einfach mal random einer angezeigt. Hier überall nicht. Warte, war das vielleicht... War das vielleicht Zufall, dass es nicht so, dass es nur so aussah? Wo ist Mifas Training? Nochmal kurz zurück. Wo ist Mifas Training? Ist das auf der Karte das Symbol? Nee, das ist schon... Na, das ist schon ein Croc. Einfach da ein Croc und sonst bei keiner Mission. Mich für blöd verkaufen. Spiel bitte. Hier ist auch mal wieder einer. Okay, bei den Hebrabergen ist auch mal wieder ein Croc einfach, weil ist so. Die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Die haben wir noch nicht gespielt. Eis Spezialtraining Mittel, da gibt es einen Croc, hier gibt es einen Croc. Das haben wir alles gemacht. Da gab es überall keinen Croc. Ja, bei Titanenkämpfen gibt es wahrscheinlich Crocs, genau. Okay, aber oh Gott, das ist ja... Uff. Ganz großes Uff. So, kann ich noch schnell irgendwas freischalten? Ganz fix. Lanze, längere Kombo-Angriff, komm her damit. Ach so. Nochmal Lanze längere Kombo. Ah, ja, habe ich nicht genug. Das geht. Nochmal Lanze längere Kombo-Angriff. Aber Link mit Lanze. Seit wann kämpfe ich denn bei Link mit Lanze? Ich kämpfe ja bei Link mit Schwert. Eigentlich brauche ich das gar nicht, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Auch Zweihänder bräuchte ich eigentlich gar nicht. Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh alles nutzen am Ende, weil ich es kann. Aber an sich brauche ich es gar nicht. So, dann haben wir bei Link aktuell alles. Imper-Herzen plus A geht nicht. Okay. Das geht auch nicht. Geht auch nicht.
Das geht auch nicht. Da wäre die Leiste plus 1. Also das sollte man mal mit der Zeit angehen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ja, komm, was soll's. Wir werden ihn so oder so irgendwann mal wieder brauchen. Dann muss ich ihn halt auch trainieren. Okay, das geht auch. Warte nur, bis du meinen neuen Tanz siehst! Nee, will ich nicht. Ist okay. Okay, das geht noch nicht. Was, große Feen? Seit wann gibt's das denn? Prüfung der großen Feen wird verfügbar. 4500 Geld. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Ich muss Geld... Okay. Okay, ich darf nicht so viel Geld ausgeben. Weil sonst kriege ich das ja nie zusammen. Ah, okay. Große Feen habe ich noch gar nicht gesehen. Alle Verbündeten stärken. Herzen aller Verbündeten plus 1. Das wäre... Okay, das wäre super. Da fehlen uns eigentlich nur die Fledermausflügel. Die könnten wir uns ja recht schnell holen. Läden haben wir alles, ne? Ich glaube, wenn wir es nicht hätten, würde es sowieso oben auftauchen. So wie hier. Genau. Oh, das geht sogar noch. Ach so, neue Farben. Nee. Das machen wir ganz zum Schluss, wenn man es dann wirklich noch brauchen sollte. Gerüchte um den Totenkopfkeich. Belohnung? Fragezeichen. Aha. Ja, Rezepte interessieren mich eigentlich nicht wirklich, die Bohne aktuell. Genau, und Unterstützung in der Schlacht sind dann die ganzen Geschichten, wo man Crocs für braucht. Aktuell haben wir da alles. Aktuell haben wir da alles. Ah, oh, da gibt's irgendwie... Ah, da gibt's neue Kostüme. Wahrscheinlich, wenn man alle in Hyrule und so weiter... klar, wenn man die... Klar. Wenn man die Sachen gemacht hat. Das schließt sich mit der Zeit von selbst auf. Okay, dann haben wir uns das auch nochmal genauer angeguckt. Sind ein bisschen schlauer geworden. Boah! Da steht uns noch einiges bevor. Mein lieber Scholli. Dann würde ich nächstes Mal... Was machen wir nächstes Mal? Ich würde die zwei Einzelcrocs in den Nebenmissionen suchen. Das Ding ist halt, eigentlich sind die Crocs ja gerade nutzlos, weil wir haben genug Crocs, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Eigentlich haben wir genug Crocs für Zeug zum Freischalten. Ich denke, eine Mission mit Crocs werde ich noch machen. Ich kann es ja verbinden mit den anderen Crocs hier. Mit den anderen Missionen hier. Ja. Also nächstes Mal machen wir auf jeden Fall weiter Nebenmissionen. Und ich versuche mal, ein bisschen Crocs mit einzubauen. Aber es ist... Wenn es so lange dauert, so das Zeug zu suchen, und wenn da noch ein Croc übrig ist und ich nicht weiß, wo der... Oh Gott, ich weiß halt jetzt echt nicht, wo der sein könnte. Ich habe doch so viel abgesucht gerade. Ich meine, ich war auf dem Feld selber nicht so gründlich. Vielleicht ist auf dem Feld selber ein Croc. Aber das wäre ein dummes Versteck. Oh, ich hoffe, es gibt irgendwann noch so einen Croc-Sensor oder keine Ahnung. Das ist anstrengend. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.